Ja, wir wollen auch musikalisch weitermachen, denn Sie haben vielleicht mitbekommen, dass ja einer der berühmtesten, erfolgreichsten Volkssänger dieser Nation angekündigt hat, die Bühne verlassen zu wollen im letzten Jahr, nämlich Heino. 80 geworden und hat sich zum 80. aber ein letztes Album gegönnt. Und wir wissen, mittlerweile macht Heino ja Alben nicht mehr mit eigenen Liedern, sondern er covert Lieder von deutschsprachigen Interpreten. So, auch jetzt wieder bei diesem Album, das war diese Meldung hier auf Spiegel Online mit Grüßen an Angie, Heidi und die Hosen. Es sind viele Sachen dabei, zum Beispiel auch von Hildegard Knef, der Klassiker für mich, soll's rote Rosen regnen. Und eben von den Toten Hosen, Tage wie diese. Und das hat natürlich ein kleines Geschmäckle, denn, vielleicht wissen Sie das, zwischen Heino und den Hosen gibt es ja einen Zwist. Das begann in den 80ern. Falls Sie das nicht wissen, ich kann das ganz kurz referieren. Und zwar sind die Hosen in den 80ern oft aufgetreten und hatten einen Heino-Parodisten im Vorprogramm. Der nannte sich der wahre Heino. Damals hatte Heino noch nicht so viel Humor wie heute, war ein bisschen angefressen und hat diesen Heino-Parodisten verklagt. Der hätte dann ins Gefängnis gemusst und dann haben die Hosen aber ein Benefizkonzert gespielt mit ein paar befreundeten Bands, haben die Kaution zusammengesammelt, haben das Geld dem Heino-Parodisten gegeben. Der sagte aber, ach, das ist eine schöne Summe, die behalte ich für mich und gehe lieber ein paar Tage in den Knast. Und seitdem gibt es diesen Zwist zwischen Heino und den Toten Hosen. Und ich finde das schade. Ich finde, nach über 30 Jahren kann man doch mal diese Feindschaft beenden. Es wäre doch eine schöne Geste, wenn die einfach auch mal zusammen auftreten würden. Ja, das gäbe auch ein schönes Bild ab. Schauen Sie, Heino und die Toten Hosen. Das wäre doch toll. Heino selber ist ja sogar Düsseldorfer, gebürtig. Die könnten zusammen auftreten. Das werden wir aber leider nie erleben. Schade. Aber es gibt einen Song, den könnte Heino vielleicht ganz gut covern. Einen Song, und zwar nicht Tage wie diese, sondern ein Song mit Heimatverbundenheit, das Altbierlied. Kennen Sie alle? Alter Karnevalsschlager aus Düsseldorf. Spielen die Hosen ja gerne mal am Ende ihres Programms. Und wir würden Ihnen jetzt mal zumindest eine Kostprobe geben können, wie das wäre, wenn Heino dieses Lied spielen würde. Und das Schöne ist, Sie singen mit. Das können Sie auch, denn wir werfen Ihnen den Text gleich an die Leinwand. Da gibt es keine Ausrede. Und wir singen das Lied so lange, bis alle mitsingen. Vorher hören wir nicht auf. Das sage ich Ihnen gleich. So, wir sind im Kabarett, da arbeitet man mit Requisiten und deshalb habe ich mir auch meine Original-Heino-Parodiebrille mitgebracht. So, ich sehe jetzt zwar nichts mehr, aber das geht schon gut. Ihr seid bereit? Sie sind auch bereit? Startklar? Okay, Achtung, dann. Jeder Mensch, der liebt nun mal sein schönes Heimatland. Darum lieben wir ganz klar unseren reichen Brand. Wo der alte Schlossturm steht, da sind wir zu Haus. Weil es ohne Bier nicht geht, singen wir ganz laut heraus. Oberhausen, ja sind wir dem Wald hier, wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Theke der Welt. Ja, 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 ja sind wir dem Wald hier, wo bleibt unser Altbier? Wo bleibt denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo bleibt denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Machen wir ne Herrentour an die schöne Haar. Trinken wir Burgunder nur, das ist sonnenklar. Spätestens um Mitternacht ist die Sehnsucht groß. Nach dem Glas vom Altbier fast und der ganze Verein singt dann los. Ja, sind wir im Wald hier, wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Theke der Welt. Ja, 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 sind wir im Wald hier, wo bleibt unser Altbier? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Machen wir eine Herrentour an die schöne Art. Trinken wir Burgunder nur, ja, das ist doch klar. Spätestens am Mitternacht ist die Sinn so groß. Nach einem Glas vom Altbier fast und der Herze fallen dann los.
Zeit mir. Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo war denn jetzt in den Wald hier? Wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Destelhof die längste Trinke der Welt. Ja, 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 ja. Wir sind im Wald hier. Wo bleibt unser Altbier? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wir sind im Wald hier. Wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Trinke der Welt. Ja, 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 ja. Wir sind im Wald hier. Wo bleibt unser Altbier? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wir sind im Wald hier. Wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Trinke der Welt. Ja, 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 ja. Wir sind im Wald hier. Wo bleibt unser Altbier? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wir sind im Wald hier. Wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Trinke der Welt. Ja, 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 ja. Wir sind im Wald hier. Wo bleibt unser Altbier? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wir sind im Wald hier, wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Trinke der Welt. Ja, 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 ja. Wir sind im Wald hier, wo bleibt unser Altbier? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wir sind im Wald hier, wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Trinke der Welt. Ja, 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 ja. Wir sind im Wald hier, wo bleibt unser Altbier? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo hauen die Hände? Mit seinem Geld die Runde bestellt? Nein! Ja, sind wir! Nein, 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 nein! Ja, sind wir im! Ja, sind wir im! Ja, sind wir im! Ja, sind wir im Wald hier! Wo bleibt unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste Trinke der Welt. Ja, 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 sind wir im Wald hier. Wo bleibt unser Altbier? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wo ist denn der Held, der mit seinem Geld die Runde bestellt? Wir sind die Toten Hosen und Heino!